Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil Code Veronica. Und genau, liebe Freunde, wir waren beim letzten Mal tatsächlich hier im weiter im Gefängnis unterwegs und hatten uns den Weg rausgesucht. Ganz genau, liebe Freunde. Und dann würde ich sagen, machen wir einfach mal weiter hier. Wir haben keine Waffe tatsächlich. Aber wir hatten hier Steve getroffen an diesem Computer und er hatte tatsächlich was von Chris rausgefunden. Und guckt mal, was wir hier direkt finden. Ein Adler-Emblem, Freunde. Das Adler-Emblem, das kennen wir ja noch aus dem ersten, zweiten und dritten Teil. Eigentlich von allen Resident Evils. Ist es ein sehr wichtiges Schlüssel-Item. Gut, Freunde, die E-Mail an Leon wurde bereits abgeschickt. Genau, Freunde, wir haben mit Leon Kontakt aufgenommen tatsächlich und mal gucken, ob wir da noch was rausfinden. Eine alte Schreibmaschine, ich könnte den Spielstand sichern, wenn ich einen Farbband hätte. Ja, aber da liegt doch eins. Ich werde diese Farbbänder jetzt auch tatsächlich nutzen und es sind tatsächlich drei Stück. Ja, Claire, nutze hier bei diesem Spiel tatsächlich das Farbband, weil ich bin mir echt unsicher, was jetzt hier passiert. Wie gesagt, ich kenne es halt nicht. Deshalb, ja. So, Überwachungsraum. Alles klar, ja, jetzt haben wir hier unsere Farbbänder drin. Okay, Freunde, was gibt's hier noch? Irgendwas in diesem Überwachungsraum? Nein, was haben wir in der Karte? Ah, da seht ihr es, ne? Wir sind schon ganz schön weit vorangeschritten. Und ihr hattet tatsächlich auch gesagt, dass wir nochmal zurück müssen. Tatsächlich, weil ich hatte doch was übersehen gehabt, scheinbar. Und ja, das gucke ich mir doch erstmal an. Aber ich befürchte, dass wir jetzt erstmal unsere ganzen metallischen Gegenstände nochmal ablegen müssen, ne? Genau. Genau, weil wir hatten ja hier. Haben wir hier? Ja, hier haben wir schon geguckt, ne? Hier hatten wir ja das, die Munition gefunden. Hier liegen verschiedene Arbeitsmaterialien. Genau, Freunde. Und ja. Ja, genau. Ins Objekt hineinlegen. Okay, aber das mache ich erstmal doch nicht, weil wir müssen erstmal zurück, weil ich habe tatsächlich was übersehen gehabt. Gut. Ja, wir müssen hier tatsächlich alles ablegen, Freunde. Wirklich alles. Tatsächlich. Die Muni auf jeden Fall. Das Heilspray auch. Das hier auf jeden Fall. Die Farbbänder sind eigentlich nicht aus, Metall. Deswegen gucken wir mal. Doch! Okay, wir haben da scheinbar doch einen Metallgegenstand. Ja, ist doch gut. Mann, Freunde. So, ja dann, ach verdammt. Dann packt das hier rein, so. Können wir jetzt? Jetzt können wir rausgehen, seht ihr das? Ich habe irgendwie Schiss vor diesen Zombies da draußen. Ich weiß nicht warum. Bitte die abgegebenen Metallstände aus diesem Fach entfernen. Nö. Mache ich erstmal nicht. Oder? Doch. Verdammt. Doch, doch, doch. Ich brauche die. Ich brauche die Gegenstände. Halt, halt, halt zurück. Zurück, Claire. Oh Gott. Was ist denn das? Hier geht's schon wieder direkt gut los, ey. Ja, Freunde, wir müssen tatsächlich nochmal zurück, weil ich habe im ersten Raum, habt ihr geschrieben, tatsächlich ein Item übersehen. Ach, was mache ich denn? So, ich habe hier tatsächlich ein Item übersehen im ersten Raum. Nämlich, genau, nämlich eine Heilung. Und ich glaube, wir mussten da auch nochmal diesen Aktenkoffer uns besorgen, der da aus dem LKW gefallen ist. Genau. So, dann gucken wir mal.
Schalter, Schalter, Tirol laden. Da können wir noch nichts machen, ne? Ich muss ihn irgendwo aktivieren. Genau, Freunde. Ah, ich glaube, das sind die Zombies, die wir da tatsächlich gesehen haben. So. Gut, dann rüste bitte das aus. Ah nein, nicht prüfen. So. Block 17 haben wir hier. So. So, kombinieren hiermit. Mit der Steuerung werde ich irgendwie nicht warm. Ich weiß auch nicht, Freunde. Vollständig zugenagelt. Genau, wir müssen nämlich hier nochmal außen rum. Und dann müssen wir da hinten nämlich tatsächlich die Zombies platt machen. Damit wir da ungeschadet durchkommen. Genau. Ach, nicht die Stelle. Ich habe irgendwie Schiss, dass hier ein Hund irgendwo rauskommt, ey. Ah! Oh Gott, ja, tatsächlich. Hunde! Oh, Scheiße. Nein, 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 nein. Gehst du ins Inventar? Oh, Drecksviecher. Geh bloß weg. Geh bloß weg hier. Ach. Okay, lauf einfach. Lauf einfach vorbei. Ich will die nicht kaputt machen. Die sind doch... das ist doch blöd hier. Oh Gott. Kommt, Hunde, 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 Hunde. Einfach zickzack laufen. Einfach zickzack laufen und hier rein. Oh Gott. Ich will die Hunde nicht wegmachen müssen. Hunde sind scheiße bei Resident Evil. Das ist einfach so. Okay. Jetzt sind wir zumindest wieder hier. Wir sind im gelben Zustand. Es geht. Und jetzt gehe ich eigentlich ja tatsächlich nur zurück für den Aktenkoffer. Ne? Und ja, da müssen wir jetzt die hier halt aus dem Weg räumen. Dann mach es, Lea. Schieß sie kaputt. Los. Und den da auch bitte. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß jetzt halt echt nicht, ob das Munitionsverschwendung ist. Okay, lad nach. Und mach ihn schneller kaputt. Puh, ey. Da ganz hinten ist noch einer. Aber ich glaube, was ist denn. Nee, hier können wir nichts machen. Da ist doch. Der brennt! Guck mal, der brennt wieder hier. Boah. Bist du tot? Du bist tot. Und wir haben alle weggeräumt. Das ist sehr gut. Weil wir scheinen nämlich tatsächlich hier hinten. Genau, noch diesen. Ah! Ah, wir kommen dann noch gar nicht hin zu dem Aktenkoffer. Okay. Ja, toll. Da sind wir jetzt echt, ja, umsonst zurückgelaufen. Dann brauchen wir tatsächlich hier nur die Heilung. Wir haben ja auch noch diesen Typen hier, ne? Hier vorne. Oh Mann, Freunde. Dann holen wir uns noch die Heilung kurz. Und dann gehen wir da im Gefängnis nochmal weiter. Aber genau, hier hat das Spiel ja angefangen, ne? Und hier unten, seht ihr das? Da ist nämlich tatsächlich ein grünes Kraut. Aber auch nur eins, ne? Ja, nur eins. Okay. Gut. Dann nix wie raus hier. Hier haben wir nichts länger zu tun. Wir haben den Weg freigeräumt. Das heißt aber, das ist auch gut, dass wir hier den Weg schon freigeräumt hatten. Weil, so, das mache ich erstmal ein bisschen schneller hier, die Szene. So. Gut, dass wir hier auf dem PS2-Emulator so einen schönen, Speed-Booster haben. Aber den werde ich nicht so oft einsetzen, weil, es könnte sein, dass unser Spiel das nicht verzeiht. So, Freunde. Genau, dann hatten wir da tatsächlich uns freigeräumt. Für später diesen Aktenkoffer, den wir da noch nicht, ja, was soll ich sagen, noch nicht besorgen können. Und was ist denn das da? Achso, nee, das ist nur, okay. Gut. Dann müssen wir erstmal wieder hier zurück. Und ja, Freunde, dann freue ich mich, dass ihr wieder hier dabei seid, meinen guten alten Resident Evil Code Veronica. Wie es hier tatsächlich jetzt weitergeht. Ich nehme es nach wie vor.
Ich nehme das wieder an einem Sonntagabend auf, nämlich am 6.3. 2022. Und wo sind die Hunde? Da sind die Hunde. Okay. Alles klar, lauf einfach, Claire. Lauf einfach hier durch. Ich möchte die nicht kaputt machen. Keine Munition verschwenden hier. So. Vorbeigelaufen. Alter Schwede. Wo ist der schnell? Aber, hey, geschafft. Sehr gut. Sehr schön, Freunde. Oh, Gott sei Dank. Ja, da sind die wieder. Alles okay. Macht ihr da euren Scheiß. Ist mir egal. Und ja, dann hoffe ich, dass es euch gut geht soweit. Mir geht's sehr gut tatsächlich. Außer, dass die aktuelle Situation ja ein wenig bedrückend ist tatsächlich. Für mich. Wegen der ganzen Ukraine-Geschichte und so. Ja. Das drückt schon aufs Gemüt, aber kann man erstmal nicht ändern. Hä? Wieso das denn jetzt? Das verstehe ich nicht, aber gut. So. Offen, okay. Wieso muss ich denn jetzt bei der Heilung abliegen? Was zur... Ach nein, das hier muss weg. Okay. Das da oben muss weg. Feuerzeug, alles klar. So, dann können wir jetzt wieder hier rein. Ja, Freunde, wir... Verschiedene Kisten, nicht scientinistisch zu sein. Wir kroxen hier im gelben Zustand rum. Was haben wir denn hier noch drin? Haben wir hier irgendwas drin, was wir brauchen? Da direkt. Ich glaube nicht. Okay. Ach, aber wartet mal. Metallisch Objekt? Ja, machen wir gleich. Machen wir gleich. So, Freunde, dann gehen wir jetzt mal hier weiter. Was ist das hier für ein Schalter? Kontrollgerät für den Rollladen. Den Hebel hochziehen. Ah, das ist für draußen. Ah, okay, ich verstehe. Sie wird von der anderen Seite blockiert. Von hier aus kann sie nicht geöffnet werden. Ja, wo? Alles klar, aber wir können jetzt draußen weitermachen tatsächlich. Wisst ihr was? Mir kommt da eine Idee. Wie wär's denn, wenn wir diese Adlermedaille mal kopieren? Weil die müssen wir ja irgendwie hier rauskriegen. Und die Munition, ne? Wir können ja hier mit diesem 3D-Drucker... können wir ja metallische Gegenstände kopieren. Und die Munition vielleicht auch. Die Frage ist jetzt, ob die Munition danach noch benutzbar ist. Weil die Munition würde ich gerne mitnehmen. Ja, ja. Okay. 3D-Scanner. So. Kannst du das kopieren? Tatsächlich. Cool, Freunde. Wir bedienen diese Maschine. Er scannt? Okay. Es ist so cool. Übertragung der 3D-Daten beendet. Ja, ein Duplikator. Damit könnte ich etwas kopieren, wenn ich die nötigen Gegenstände hätte. Kann man das jetzt... Die Daten wurden bereits vorbereitet. Wenn ich die nötigen Gegenstände hätte... ist jetzt die Frage. Es ist zu groß, es kann unmöglich eingelegt werden. Ja, und nu? Okay, das heißt aber auch, dass wir hier doch mal hin müssen. Ah, okay. Na gut. Dann legt man die metallischen Gegenstände ab. Claire. Und dann gehen wir nochmal raus hier. So, gucken wir mal, was in dem Tor da draußen ist. Wahrscheinlich die Zombies. Guckt euch die an. Boah, erschreckt mich doch nicht so.
So, ich denke mal, dass wir jetzt tatsächlich auch diese Pistole brauchen werden wieder. Und die kannst du bitte ausrüsten. Jill, sag ich schon. Claire hier. Kombiniere hiermit. Und so passt das voll. Ich mische die Kräuter extra noch nicht. Weil ich hoffe ja irgendwann Rotes zu finden. Rotes Kraut. Und dann gucken wir mal, was hier jetzt drin ist. So, seht ihr das? Jetzt blinkt es nämlich blau. Mach es auf. Los. Noch mehr Zombies, ja, das war doch klar. Und da sind auch noch mehr Zombies. Oh Mann. Okay, alles klar. Ich gehe mal hier unten hin. Ja, kommt her. So. Ich bezweifle aber, dass ich hier genug Muni für habe. Kommt ihr jetzt mal oder was ist hier los? Ja, klar, natürlich. So, da sind sie. Da kommen sie. Komm, Claire. Schieß um dein Leben. So, schieß drei da drauf. Nein, 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 nein. Oh Gottes Willen. Alles klar. Okay, die beiden haben wir. Hallo, kommt ihr jetzt mal bitte? Was ist denn los? So, da ist er. Alles klar, Zombie. Ich will hier keine Muni verschießen, deswegen. Ich habe hier nämlich bald keine Munition mehr. Boah, ist das brutal. Wie viel Schuss habe ich noch, Freunde? 11 Schuss. Alles klar. Ich weiß, wir haben noch diese Uzi, aber. Okay, das haben wir übersprungen. Schaut euch das an. 1, 2, 3, 4. 4 Zombies. Okay. Die sehen ganz schön krass aus hier, finde ich. So, was haben wir denn hier, Freunde? Was ist das denn? Feuer. Ah, Feuerlöscher. Für da vorne. Ja, alles klar. Alles für ein Feuerlöscher, ne? Kauschen. Okay, was haben wir jetzt hier? Da haben wir doch die Zombies schon platt gemacht, die da draußen waren. Gott sei Dank, ey. So. Gehen wir hier rein. Ekelhaft. Was? Irgendetwas wurde hier festgebunden. Frisches Blut klebt noch an der. Oh Gott. Oh mein Gott, das ist so eine Guillotine, ne? Ach du Kacke. Vorhängeschlüssel. Kennen wir auch. Eine Guillotine, ja. An ihr klebt noch frisches Blut. Ach du Scheiße. Was wurde hier gemacht? Oh Mann. Ihr seid doch echt. Was ist das? Die indigo-blaue Platte hat eine Höhlung. Ich weiß, was da reinpasst. Da passt die Adlermedaille rein. Aber, wie kriegen wir die jetzt da raus? Das ist jetzt die Frage. Gut. Das heißt aber auch, dass wir hier nochmal hinkommen tatsächlich. Und jetzt gucken wir doch erstmal. Vollständig zugemacht. Gucken wir doch erstmal. Ja, das heißt, wir müssen hier tatsächlich die Hunde machen. Wobei, nee, gar nicht wahr, Freunde. Wir können doch hier. Von der anderen Seite. Nein! Verdammt. Das heißt, wir müssen doch einmal die Hunde umkurven. Oder sollen wir die kaputt machen? Reicht das mit. Nee, 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 nee. Das reicht niemals mit 6 Schuss. Alles klar. Dann lauf einfach, Claire. Lauf einfach. Lauf einfach. Oh Gottes Willen. Ich hasse diese Viecher. Okay. Oh, die Hunde. Oh, die sind so schnell, ne? Okay, Claire. Mach hier das auf. Und ein Vorhängeschloss. Der Vorhängeschlüssel benutzen. Jawohl. Mach es auf und geh. Der Schlüssel wird nicht mehr benötigt. Ablegen. Ja, okay. Och nein, das wollte ich doch gar nicht. Aua! Uff. Oh Gott. Boah, die Hunde hier, ey. Diese Hunde hier, ey. Ah, gut. Aber das sollte sie jetzt zurückgesetzt haben, dieses Raus- und Reingehen. Zumindest wenn es die alte Spielmechanik hat.
Ja, tatsächlich, der liegt da einfach nur rum. Alles klar. Finde ich gut. Gut, dann nutzen wir doch gleich mal den Feuerlöscher. Was ist das denn jetzt? Was ist das denn jetzt? Warum liegt da ein Zombie rum? Oh Gott. Warum laufen jetzt hier wieder Zombies rum, ey? Ich habe doch keine Munition dafür. Oh Mann. Jetzt rennen sie hier auch wieder rum. Wie soll ich da jetzt vorbeikommen, bitte? Verdammte Scheiße! Wie soll ich da jetzt vorbeikommen? Wie soll ich hier vorbei? Wie soll ich hier vorbei? Geh mal ins Menü, bitte. Wir sind aber noch gelb. Ja, da benutzt mal bitte das Ei. Scheiße. Ja, gut. Oh Mann, was ist denn das? Warum rennen hier wieder Zombies rum? Ich muss hier diesen Feuerlöscher benutzen. So, nutzt mal bitte den Feuerlöscher. Falsche Taste. So. So, den Feuerlöscher und den Koffer, den brauchen wir jetzt. So, gucken wir mal, was hier ist. Freunde, weil ich habe nämlich keine Munition mehr. Ich hoffe, das ist eine Waffe. Gar nichts? Wie gar nichts? Was soll denn das jetzt? Ja gut, dann mach den hier aber mal kaputt. So, ey. Puh. Nein, der steht nochmal auf. Warum das denn? Ach, warum? Warum steht der nochmal auf? Scheiße, der ist nicht... Doch, der ist tot. Oh, jetzt. Okay, jetzt. Aktenkoffer. Alles klar. Was hat es hiermit auf sich? Aktenkoffer. Ein Stahlkoffer. Er ist abgeschlossen. Aber wenn man ihn genauer betrachtet... Ja, dort befindet sich ein Schalter, bestätigen. Ja, mach mal. Aha. TG01 war in dem Stahlkopf. Ah, hier ist auch eine Beschreibung der Legierung. TG01, Produktbeschreibung. Ah, cool, okay. Jetzt verstehe ich. Danke für Ihre Unterstützung und für die Verwendung unserer Produkte. Dieses Mal... Verdammt. Das wollte ich nicht. Gehen wir bitte in die Dateien rein. So. So, hier. Gut. Dieses Mal haben wir unsere fortschrittlichste Technologie angewendet und eine einmalige Antimetalldetektor-Legierung namens TG01 erfunden. Eigenschaften von TG01. Erstens, wird von keinem Metalldetektor erfasst. Das ist schon mal gut, ne? Zweitens, erzeugt kein Bild bei der Röntgendurchleuchtung bei der Einreise. Drittens, leicht aber widerstandsfähig. Wir planen für die Zukunft die Herstellung verschiedenster Waffen mit dieser neuartigen Legierung. Anbei eine Probe für Sie. Wir erwarten dann Ihren Rückruf betreffs möglicher zukünftiger Geschäftsideen. Metal Industries Co. Carl Redhill, Leiter Forschungsplanung. Cool, Freunde. Das ist cool. So, dann gehe ich hier raus. Und dann hoffe ich, dass wir jetzt an den Zombies hier vorbeikommen. Oder... Ach, nein. Jetzt hör doch auf. Ja, ich muss mich jetzt halt ein paar Mal beißen lassen. Ich muss mich halt jetzt wirklich ein paar Mal beißen lassen. Ach, an dem komme ich auch nicht vorbei. Ach, Freunde. Ihr nervt. Aber hey, cool. Das heißt, dieser Aktenkoffer war tatsächlich storyrelevant, wie ihr auch geschrieben hattet. Okay. Es ist so cool. Ach nee, was wollen die denn jetzt hier? Jetzt hört doch auf, echt. Hört doch auf. Ich renne natürlich mal wieder voll falsch hier. So. Alles klar, Freunde. Oh, dann haben wir auch schon wieder Folgenende erreicht. Oh Mann. Ja, aber gut. Hier werde ich jetzt tatsächlich die Abkürzung nehmen. Ja klar, der Hund, der schläft da vor der Tür.
Alles klar, Freunde. Das heißt aber auch, dass wir die Zombies da eben hätten gar nicht platt machen sollen. Oh Mann. Naja, ist alles klar, Freunde. Da würde ich aber trotzdem mal sagen, da wir jetzt tatsächlich am Folgenden angekommen sind, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und wie es hier dann weitergeht, sehen wir dann tatsächlich beim nächsten Mal. Und ja, da würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.